Der Umwelt- und Energiespartag in Waidhofen brachte Durchblick und Einblick auf neueste Produkte wie etwa Energiesparlampen oder stromsparende Elektrogeräte. EVN präsentierte einen Schnelllader für Elektromobile, während die Firma Marzig über wassersparende Brausen und neue Heizmodule informierte. Auch was alles vom Magistrat direkt angeboten wird, ist oftmals nicht allen bekannt. Ein großes Thema war das Automobil. Vom Carsharing angefangen über neueste E-Mobile bis zu Testfahrten, die gleich vollzogen wurden, war ein breites Spektrum zu sehen, das einen Einblick in die Zukunft ermöglichte.